Ja, sind wir leider das letzte Mal stehen geblieben. Haben wir das jetzt geschafft hier? Ja, ne? Ich werde diesmal kein Alkohol trinken. Ein Skull Banshee und er ist ziemlich nah. So, stirb! Na? Okay, müsst vielleicht auch mal ein bisschen zielen. Ishi! Gut. Boah, geil, mal wie die wegfliegen, ey. Komm mal, so viele, ey. Der hat da am Ei da was. Ah, nicht getroffen. Komm, den ziehen wir mal zwischen die Eier hier. Junge, da brauche ich ja mehr als nur Muni. Heilige Scheiße. Wollen da noch mehr kommen oder was? Alter, es geht denn? Das ist bestimmt, weil ich auf die höchste Schwierigkeit mache. Oh, naja. Seht ihr, Leute, was tue ich mir nicht an hier, ne? So, da hinten noch einer, komm. Ich mache erstmal hier ein bisschen Stopp. Erstmal Muni. Ich glaube, jetzt werde ich erstmal sehr, sehr viel Muni brauchen in diesem Part. Einmal können wir, glaube ich, noch. Yep, können wir das noch machen? So. Wow! Seht ihr den? Ist da unten. Sehr nice. Oh! Ja, da fliegt einfach mal so was vom Himmel. Tötet ihn nochmal. Oh. Komm, flieg, Junge. Noch mehr. Ups, und putsch. Doch nicht. Immer noch nicht. Oha, ob der es schafft. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Oh nein. Komm, 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 komm. Oh. Oh. Gut, was soll ich jetzt machen hier? Einfach stehen bleiben, ja? Stehen bleiben und abwarten. Abwarten. Ach, du heilige Scheiße. Er bewegt sich aber. Er ist untot. Dann machen wir ihn eben richtig tot. Wie das? Erledigt!
Komm, schön den Kopf rein. Hä? Er ist nicht tot. Und wie lösen wir das Problem? Einfach treten, ne? Oh, Scheiße. Ja, geh doch weg da! Mein Gott, geh weg! Komm, warte, das Fahrrad voll im Mund getroffen, oder? Bei deinem dreckigen Mundwerk werde ich noch ganz rot. Ich glaube, Schnipper ist da besser, ja? Ihn zu beschimpfen bringt nichts, Herzchen! Oh, boom! Bap! Hey, der Hubschraubermotor! Ja! Gott, lass mich mal sterben, ey! Ja, wie, der kommt immer wieder weiter zurück hier zu mir. Jetzt haben wir das doch geschafft. Wir feiern eine mörderische Party. Oh. Ich bin Gastgeber. Gott, ey, so viel Muni verballert, ey. Vor allem Schnippermuni. Hm. Ach, so eine Scheiße, ey. Mann, ist oh das Gott. Mies gebaut. Hier bricht alles zusammen. Irgendwas hat das ausgelöst. Irgendwas Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Trishka? Hab eine Vermutung. Von euch irre mich. Oh, ich habe eine Vermutung, dass es... Oh Gott, die Muni hat noch gereicht. Das war auch eine sehr, sehr gute Hilfe. Ja, und dann war es das. So. Müssen wir natürlich mal wieder Fahrstuhl fahren hier. Machen wir doch lieben gerne. Oh, fünfter Akt, Kapitel 3. Ein wenig aufgewühlt. Da 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 da. Da 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 da. Meinen internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen. Ein bisschen Blut. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Er klemmt. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Na klar. Besser schneller, Schwachkopf. Ja, hätt's mich nicht so. Seligkeit, sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Wann kommt dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Ja, klingt doch sehr motivierend. Wenn man vom Teufel spricht. Ich empfange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er hält gegen einen ganzen Top Skulls durch. Oha. Er lebt. Es gibt noch Hoffnung. Na los!
Ach, die waren mal wieder die, die man nicht treffen konnte. Na kommt her hier, los, dich nehme ich. Eilung, wir sind fast da. Mischka, warte. Verdammt, hilf mir runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja, los. Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Komm schon, Kleine. Los, Mund-zu-Mund-Beatmung. Du brauchst dringend ein Pfeffermilz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles... Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat? Ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einen. Der Mann hieß Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt! Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen! Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Mari hat Feuer unterm Arsch. Sowas liebe ich. Unterhalten wir uns mal mit dem General. Jo, dann würde ich mal sagen, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Und ja, über so positive wie negative Kommentare auch zu meinen Videos würde ich mich auch dann mal freuen. Wie ihr so das findet bis jetzt, dieses laufende Projekt Bulletstorm. Und ja, was euch daran so gefällt, was euch nicht so daran gefällt, schreibt einfach mal irgendwas. Darüber würde ich mich ehrlich mal freuen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.